Die Erde entstand durch gewaltige Explosionen beim Aufeinanderprallen von Planeten. Doch ganz früh gab es auf dem von Katastrophen heimgesuchten Himmelskörper bereits erstes Leben. Mehrfach musste dieses Leben Feuersbrünste überstehen, bei denen sogar die Ozeane, die Geburtsstätten des Lebens, verdampften. Doch das Leben überstand solche Katastrophen, verborgen in den tiefen Rissen und Spalten der Erde. Eine der größten Städte der Erde. Noch vor 20.000 Jahren war die Gegend hier von einer dicken Eisschicht bedeckt. Gletscher zogen sich durch den heutigen Central Park. Riesige Steine liegen heute verstreut in der Parklandschaft. Schon lange weiß man, dass sie nicht von hier stammen können. Doch woher dann? Da keine Antwort auf diese Frage gefunden werden konnte, spekulierte man in früheren Jahrhunderten sogar, dass sie während der Sintflut hierher transportiert worden seien. Heute weiß man, dass sie vom Eis herangetragen wurden. Auf dem Rücken eines Gletschers, dessen Überrest man heute noch in Grönland findet. Gletschereis kann riesige Steinbrocken sehr, sehr langsam, aber doch stetig über weite Strecken transportieren. Die Felsen sind oft Jahrtausende unterwegs, bis das Eis schmilzt und seine Fracht an einem neuen Ort ablegt. Geologen nennen diese Felsbrocken Irrblöcke oder Findlinge. Findlinge sind überall auf der Welt verstreut. Man kann sie ihrem Entstehungsort zuordnen und daraus Informationen über die Wanderungen der Gletscher auf der Erde bekommen. Deshalb weiß man heute, dass vor 20.000 Jahren große Teile der Erde mit Eis bedeckt waren. Doch den Glaziologen, den Gletscherforschern, ist es gelungen, noch weiter in der Erdgeschichte zurückzublicken. Wir sind in Kanada. In der Nähe des Lake Huron ist seit Jahren der Geologe Mike Heilstone unterwegs. Das ist der Stein, den ich Ihnen zeigen wollte. Es ist ein mit Erz angereicherter Granitbrocken, eingeschlossen in einem Felsbrocken, der 2,4 Milliarden Jahre alt ist. Er wurde durch Gletscher hierher gebracht. Überall findet man hier Steine und Kiesablagerungen, die nicht zur lokalen Geologie passen. Sie sind alle zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Jahre alt. Und sie sind eng umgeben von anderem Gestein. Wie kommt dieses Durcheinander zustande? Nicht nur durch Gletscher, sondern auch durch die Bewegungen der Erdkruste wurden Gesteinsschichten unterschiedlichen Alters ineinander geschoben. So findet man heute an vielen Orten ältere Steine in geologisch jüngeren Schichten. Doch die Glaziologen haben eine faszinierende Entdeckung gemacht. Sie haben Gletscherablagerungen, die alle etwa 2 Milliarden Jahre alt sind, an 7 verschiedenen Stellen der Erde gefunden. Welchen Grund mag das haben? Im heißen Namibia in Südafrika suchen die Wissenschaftler nach Hinweisen zur Beantwortung dieser Frage. Die Landschaft ist durch Wind und Wetter geformt. Und trotzdem haben sich Beweise aus der Milliarden Jahre alten Geschichte unseres Planeten direkt auf der Oberfläche erhalten. Es ist heiß, Staub liegt in der Luft und die Gegend ist menschenleer. Für Dr. Joseph Kirschwink vom California Institute of Technology ist diese Gegend aber ein Paradies.
Sein Spezialgebiet, der Magnetismus. This will go straight into the magnetometer. These are lavas that erupted about 2.2 billion years ago. Dies hier ist Lava, die vor etwa 2,2 Milliarden Jahren unter Wasser nach oben kam und erkaltete. Wir wissen aber auch, dass die Erde zu dieser Zeit an vielen Stellen mit Eis bedeckt war. Als sich das Magma abkühlte, nahmen die magnetischen Mineralien im Stein die Richtung des magnetischen Feldes des Ortes an, an dem die Gesteinsschmelze erkaltete. Wenn man die magnetische Richtung einer Gesteinsschicht bestimmt, erfahren wir, an welchem Breitengrad die Lava erkaltete. Bei einigen Proben haben wir den 11. Breitengrad festgestellt. Das ist heute etwa der Breitengrad von Costa Rica. Das bedeutet, dass damals in Äquatornähe Gletscher waren. Damit stellt sich natürlich die Frage, ob zu dieser Zeit der ganze Planet vergletschert war. Dieser Frage will Kirschwink mit Hilfe des Erdmagnetismus nachgehen. Denn magmatische Gesteine halten vielfach ihren magnetischen Ursprungsort fest. Bei jedem Vulkanausbruch tritt flüssiges Gestein aus. Manche der darin verflüssigten Mineralien haben eine schwache magnetische Kraft. Kühlt das Magma langsam ab, ordnen sich diese magnetischen Mineralien nach den Feldlinien der Erde ein, ähnlich einer Kompassnadel, die sich in Richtung Pol ausrichtet. Auf diese Weise wird die Richtung der Erdfeldlinien in den Mineralien festgehalten. So ist es möglich, den Entstehungsort fossiler Magmatite relativ genau zu bestimmen. In einem abgeschirmten Raum bestimmt Joseph Kirschwing Gesteinsproben aus der ganzen Welt. Wird er den Beweis für seine globale Vergletscherungstheorie finden? In der Mitte des Kreisdiagramms ist der magnetische Pol der Erde eingezeichnet. Je weiter weg eine Probe vom Zentrum entfernt ist, desto näher liegt sie am Äquator. Jetzt zeigt sich, dass viele der weltweit gesammelten Proben aus Äquatornähe stammen, viele sogar näher als Hawaii und Guam heute liegen. Es muss also vor 2 Milliarden Jahren Gletscher am Äquator gegeben haben. Dass auf dieser Breite Gletscher existierten, lässt darauf schließen, dass die ganze Erde von Eis bedeckt war, da es ja nach Norden hin noch kälter wird. Joseph Kirschwink ist der Meinung, dass die Erde nicht nur einmal, sondern sogar zweimal vollkommen mit Eis bedeckt war. Das Ereignis datierte auf eine Zeitspanne zwischen 800 und 600 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung. Seine weltweiten Forschungen lassen diesen Schluss zu. Kirschwink bezeichnet diese Zeit der komplett vergletscherten Erde als Schneeballereignis. In Zusammenarbeit mit der Universität Tokio wurde eine Computersimulation entwickelt, die zeigt, welche Auswirkungen eine vollkommene Vergletscherung der Erde heute haben würde. Wenn die Erde sich abkühlt, erreichen bald eisige Winde die tropischen Regionen. Ackerland friert ein und irgendwann wird jegliche Versorgung mit Nahrung unmöglich. Tokio, das nur ein wenig südlicher als New York liegt, würde letztlich von 300 bis 1000 Meter dicken Eisschichten begraben werden. Am Anfang bewegen sich die Gletscher langsam vorwärts. Das Eis braucht Millionen Jahre, um den Breitengrad von Hawaii oder Kuba zu erreichen. Aber von dort bis zum Äquator benötigt es nur noch einige Jahrzehnte. Dann wäre die Erde komplett zugefroren. Die Ozeane frieren anfangs nur bis zu einem halben Meter tief zu. Das aber würde schon ausreichen, um auch hier das Leben auszulöschen.
Denn da das Sonnenlicht eine solche Eisschicht nicht mehr durchdringen kann, würden die Algen als erstes Glied der Nahrungskette sterben und mit ihnen die Grundlage allen Lebens im Wasser verloren gehen. In den folgenden Jahrtausenden könnte dann die Eisschicht auf den Ozeanen bis zu einer Dicke von 1000 Metern anwachsen. Wie sollte unter diesen Bedingungen noch ein Überleben möglich sein? Es gibt einen Ort, wo das Meereseis auf die Küste des Festlandes trifft. Weil das Eis hier immer in Bewegung ist, entstehen Risse und Spalten, in denen Organismen Versteckmöglichkeiten finden. Auch heute kann man an den Nahtstellen vom Festland zum ewigen Eis vielfältiges Leben beobachten. Noch ist die Frage nicht beantwortet, warum es überhaupt zu einer vollkommenen Vergletscherung der Erde kommen konnte. Hat womöglich das Kohlendioxid, das heute für den Anstieg der Erdtemperatur verantwortlich gemacht wird, etwas damit zu tun? Forscher haben entdeckt, dass es vor dem ersten Schneeballereignis zu einem Abfall der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre gekommen ist. Wurde der Erde damit die wärmende Hülle entzogen? Im Okefenokee National Wildlife Refuge sucht man nach einer Antwort auf die Frage, ob vielleicht Kohlendioxid oder ein anderes Gas für die Vergletscherung der Erde verantwortlich gewesen sein könnte. Das Sumpfgebiet erstreckt sich über 1600 Quadratkilometer. Sein seichtes, warmes Wasser ist manchmal nur knietief. Der Sumpfboden darunter ist weich und schwammig. Don Berryhill war Biologiedozent. Heute will er sein Wissen und seine Erfahrungen hautnah an andere, bevorzugt an die Jugend, weitergeben und macht Naturführungen. Schaut mal, was hier rauskommt. Das ist ein Gas, das von den Bakterien und Pilzen dort unten gebildet wird. Sobald ich in den Boden steche, entweichen Gasblasen. Die Kinder fangen das austretende Gas auf. Es ist Methan, ein hochentzündliches Gas, das manchmal im Haushalt zum Kochen benutzt wird. Hier wird es von Mikroorganismen, den Methan bildenden Bakterien, hervorgebracht. Im Unterschied zu anderen Organismen brauchen die Methanbildner kein Sonnenlicht zum Leben und für die Energieproduktion. Sie spalten andere Nährstoffe auf und erzeugen dabei als Abfallprodukt Methangas. In den Urmeeren gab es womöglich derartige Organismen auch. Denn man weiß heute, dass Methan vor Millionen von Jahren das Treibhausgas war, gleichzusetzen mit dem Kohlendioxid heute. Der Methangehalt der Atmosphäre war vor 2,3 Millionen Jahren 1000-mal höher als heute. Und er war verantwortlich dafür, dass die Erde warm gehalten wurde. Die Atmosphäre war damals wegen der hohen Methanwerte rot. Ein Leben an Land war nicht möglich. Nur die Meere waren von Mikroorganismen besiedelt, im Wesentlichen von methanbildenden Bakterien. Durch einen Zufall, einen Entwicklungsfehler, hat sich aus ihnen eine neue Lebensform entwickelt, die Blaualge.
Ihre Entwicklung hat unseren Planeten und damit das Leben auf ihm grundlegend verändert. Blaualgen waren die ersten Organismen, die Sonnenlicht in Energie umwandeln konnten und als Nebenprodukt Sauerstoff herstellten. Ein Prozess, der als Photosynthese bekannt ist. Von ihrem Erscheinen an wurde Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben. Allerdings gab es noch keine Organismen, die den Sauerstoff hätten verwerten können. Doch der Sauerstoff band das Methan und entfernte es damit aus der Atmosphäre. Im Laufe von Jahrmillionen änderte sich dadurch die Farbe der Erdatmosphäre von Rot auf Blau. Da die wärmende Methandecke fehlte, begann die Erde abzukühlen. Somit brachte das Leben selbst mit der Erfindung der Blaualgen das Erdklima aus dem Gleichgewicht. Die Abnahme des Gases Methan führte letztlich zur kompletten Vergletscherung der Erde. Doch nicht nur an den Nahtstellen des Eises mit den Kontinenten, sondern auch an anderen Orten konnte das Leben diese Katastrophe überstehen. Island heute. Das Klima auf dieser Insel mag in vielerlei Hinsicht der Situation gleichen, die sich nach der kompletten Vergletscherung der Erde bot. Island ist bekannt für seine vulkanischen und thermalen Aktivitäten. Überall findet man heiße Quellen. Wo die Hitze aus dem Erdinneren ihren Weg nach draußen sucht, existieren Mikroorganismen, die sich auf das Leben in heißem Wasser spezialisiert haben. Dr. Viggo Mortensen und sein Team sind auf der Suche nach ihnen. The high temperature field, so very steaming coming up from that deep down in the earth. An Orten wie diesen kommen Thermophyten, hitzeliebende Bakterien vor. Wo das Wasser emporkocht, gibt es kein Leben. Doch in den nur wenige Grad kühleren Bereichen findet Viggo Mortensen sie. Sehen Sie, es ist toll. Hier ist alles mit Blaualgen bedeckt. Alle möglichen Arten leben hier. Das Leben in diesen Tümpeln besteht im Wesentlichen aus Bakterien, die Photosynthese betreiben. Die Mikroorganismen drängen sich eng aneinander und bilden dicke Matten. Bereits für die Zeit vor dem ersten Schneeballereignis kann man solche Phänomene nachweisen. Man fand ganze Klumpen von versteinerten Blaualgen in uraltem Gestein. Um diese Klumpen von Mikroorganismen konnten sich andere, nicht ganz so hitzeresistente Organismen halten und fanden hier auch ausreichend Nahrung. Vermutlich haben derartige Regionen an den Randzonen der Kontinentalplatten während des Schneeballereignisses als Unterschlupf für das Leben gedient. Heiße Quellen sind ein Zufluchtsort für das Leben. Leben wie dieses mit Blaualgen und unterschiedlichen Arten von Bakterien. War es möglicherweise notwendig, dass die Erde nochmals vollkommen vergletschert, um dem Leben auf der Erde neuen Aufschwung zu geben? Wir wissen heute, dass sich bereits kurz nach der ersten Vergletscherung die Lebensformen grundlegend änderten, auch wenn die Organismen noch immer mikroskopisch klein waren. Dieser Mikroorganismus ist ein Kragengeißeltierchen, ein Cyanoflagellat. Es ist kein Einzellebewesen, sondern besteht aus einer Gruppe von Individuen, die sich zu einem Organismus zusammengeschlossen haben,
wobei die einzelnen Individuen verschiedene Aufgaben im Organismus erfüllen. Eine faszinierende Weiterentwicklung des Lebens. Dann aber stand das Leben für die nächsten Milliarden Jahre still. Wenn wir die Geschichte der Erde mit dem Ablauf eines einzigen Jahres gleichsetzen würden, dann wären die Mikroorganismen bis Mitte November die einzigen Lebewesen gewesen. Der Rest der Evolution bis heute hätte sich dann in nur 1,5 Monaten vollzogen. In welcher Form sich das Leben am Ende der zweiten Vergletscherung unseres Planeten zeigte, fanden die Forscher in Afrika. Dieser Teil Namibias war einmal der Boden eines Urozeans. Hier sind Versteinerungen erhalten geblieben, die uns wichtige Informationen über unsere Vorfahren geben. Einige dieser Steine zeigen seltsame Zeichnungen. You've got the negative impression there. On the other side, you see the positive outcrops of the same fossil. Es sind die Abdrücke längst ausgestorbener und versteinerter Lebewesen. Man findet eben solche Fossilien auch in Sibirien, Australien und Neufundland. Für einen Laien ist es schwer zu erkennen, um was es sich hier handelt. Sie sehen aus wie Schuppen von Fischen oder Blätter von Farnen. Diese Organismen waren weder Tiere noch Pflanzen. Sie haben am Ende der letzten Vergletscherung der Erde gelebt. Es waren die ersten Kreaturen, die größer als Mikroorganismen waren. Man nannte sie Pteridinien. Die Wissenschaftler glauben, dass Pteridinien auf dem Meeresgrund gelebt haben, halb im Schlamm eingegraben. Vergleichbare Organismen gibt es heute nicht mehr. Ist es auch mit einem Lebewesen, das in Sibirien gefunden und Georgia getauft wurde. Dieser Stein weist 5 sonderbare identische Muster auf. Es sind die Bewegungsmuster dieses Wesens. Sie beweisen, dass Georgia wohl das erste Lebewesen war, das sich aktiv auf dem Meeresgrund bewegen konnte. Auch Kimberella wurde in Sibirien gefunden. Das Wesen hatte einen schneckenartigen Körper und einen seltsamen langen Rüssel, der ihm erlaubte, vom Meeresgrund Nahrung aufzunehmen. Kimberella ist das erste Lebewesen, das im Schlamm nach Nahrung suchte und durch seine Ausscheidungen wieder Nährstoffe ins freie Wasser abgab. Die Zeitspanne, in der diese unglaubliche Vielfalt an Organismen entstand, wurde nach einem Fundort benannt, dem südaustralischen Gebirgszug Ediacaran. Es ist die Zeit vor etwa 600 Millionen Jahren. Eine dieser Kreaturen muss der Vorfahre moderner Lebensformen gewesen sein. Vielleicht war es dieses Fossil, das 2003 in Australien entdeckt wurde. Es zeigt als erstes Hinweise auf die Existenz eines Rückgrates. Damit wäre es der Vorfahre der Wirbeltiere und damit der Menschen. Wir wissen nicht, wie es gelebt hat, doch es war bereits so groß, dass man es mit bloßem Auge sehen konnte. Beide Schneeballereignisse waren für das Leben auf der Erde prägend. Das zweite hätte nie ohne das erste stattfinden können. Ohne die Entwicklung von Blaualgen, den ersten sauerstoffproduzierenden Organismen, gäbe es keine Pteridinien, keine Georgia, keine Kimberella. Musik.
einen eindeutigen Hinweis, dass die ersten höheren Organismen am Ende der zweiten totalen Vergletscherung sehr viel Sauerstoff gebildet haben, findet man in einer Mine in der südafrikanischen Kalahari. Es ist das weltweit größte Vorkommen von Mangan. Am Ende der letzten Vergletscherung der Erde lagerte sich das Erz am Meeresgrund ab. Dr. Joseph Kirschwink, der Vater der Schneeballtheorie, sieht dieses Mangan-Depot als Beweis dafür, dass es am Ende der zweiten Vergletscherung viel freien Sauerstoff gegeben haben muss, produziert von zahllosen Photosynthese betreibenden Organismen. Das Mangan in dieser Mine liegt als Mangandioxid vor. Um Mangan zu oxidieren, braucht man Sauerstoff. Ein kleines Experiment zeigt, was am Ende der letzten Vergletscherung an diesem Ort passiert ist. In diesem Gefäß befindet sich eine Lösung mit gelöstem Mangan. Führt man ihr Sauerstoff zu, beginnt sie sofort braun zu werden. Dann schwarz. Sauerstoff und Mangan verbinden sich zu Mangandioxid, das sich am Boden des Behälters niederschlägt. Hier sind die Beweise zu sehen, die nach der ersten totalen Vergletscherung der Erde entstanden. Berge von Manganoxid. Only molecular oxygen, free molecular oxygen like we have in the air, is able to oxidize. Nur freie Sauerstoffmoleküle können zur Bildung von Manganoxid führen. Das heißt, worauf wir heute stehen und was wir hier sehen, ist ein Hinweis auf ein Überangebot an Sauerstoff, das nach der Vergletscherung in die Umgebung gelangt ist. Just after the snowball. Dr. Joseph Kirschwink glaubt, dass es vor der ersten Vergletscherung in der frühen Erdatmosphäre fast keinen Sauerstoff gab. Danach stieg er auf etwa 1% an. Nach der zweiten auf 20%. Damit besaß die Atmosphäre bereits damals nahezu den heutigen Sauerstoffanteil. Das erste Leben benötigte keinen Sauerstoff. Dann entstanden Blaualgen, die Sauerstoff produzierten. Höhere Lebewesen benötigen den Sauerstoffgehalt von heute. Wie aber konnte ohne Kohlendioxid- oder Methanschicht, die die Erde warm gehalten hatte, eine komplett vereiste Erde, die das Sonnenlicht reflektierte, schmelzen? Die Antwort liegt tief im Inneren unseres Planeten. Auch wenn die Erde tief gefroren war, so gab es doch weiterhin Bewegungen im Erdinneren, Verschiebungen der Erdplatten, verbunden mit Vulkanausbrüchen. Vulkanische Gase enthalten große Mengen an Kohlendioxid, das sich normalerweise im Meerwasser lösen würde. Aber da die Erde mit Eis bedeckt war, blieb das Kohlendioxid in der Atmosphäre. Ihr Gehalt an Kohlendioxid war nach der zweiten Vergletscherung der Erde 2000 Mal höher als heute. Es war also das heute vom Menschen in großen Mengen gebildete Treibhausgas, das damals das Eis zum Schmelzen brachte. Doch die großen Temperaturunterschiede, die jetzt auftraten, wühlten die Atmosphäre auf. Sie lösten gigantische Wetterphänomene aus. Stürme unbekannten Ausmaßes, sogenannte Hyperhurricanes.
Diese Hyper-Hurricanes erzeugten unvorstellbar hohe Wellen. Die Sauerstoffproduktion stieg an und durch die von den Wellen erzeugten Umwälzungen wurde das Meerwasser mit Sauerstoff angereichert. Es kam zu einer regelrechten Blüte von Mikroorganismen im Wasser, die den Nährstoffreichtum der Meere explosionsartig erhöhten. Durch die Stürme wurden Kleinstlebewesen aus dem tiefen Wasser in die Uferbereiche getragen. Das führte auch hier zu einer Zunahme von organischem Material. Einen Hyperhurrikan kann man sich in etwa so vorstellen. Wellen von über 100 Metern Höhe würden einfach über dem Land zusammenbrechen und alles mitnehmen, was es hier gibt. So eine Welle könnte ganz Florida mitnehmen. Es ist schwer, sich das vorzustellen, weil wir so etwas noch nie gesehen haben. Als sich die Stürme gelegt hatten, heizte die Sonne die flachen Gewässerbereiche auf. Die Zahl der photosynthesetreibenden Mikroorganismen stieg sprunghaft an. Unglaublich viel Sauerstoff wurde produziert. Die Algenblüte war so groß, dass sich die Meere grün verfärbten. Diejenigen Organismen, die die vollkommene Vergletscherung der Erde irgendwo überlebt hatten, begannen nun ein neues Kapitel der Erdgeschichte aufzuschlagen. Sauerstoff, das Molekül des Lebens, führte ab jetzt zur Entwicklung einer gigantischen Artenvielfalt. Hätte die Erde niemals diese Vergletscherung erfahren, hätte sich das Leben vollkommen anders entwickelt. Es wäre vielleicht auf Mikroorganismen beschränkt geblieben. Und die Meere wären noch heute eine schleimige Suppe, in der sich kein Organismus hätte weiterentwickeln können. Doch das höhere Leben war nur durch die Erfindung einer ganz besonderen Substanz möglich geworden, durch Kollagen. In diesem Versuch wird synthetisches Kollagen mit organischen Zellen gemischt. Diejenigen Zellen, die in Kollagen schwimmen, auf dem Bildschirm links, vermehren sich, während bei denen auf der rechten Seite nichts geschieht. Kollagen fördert also die Vermehrung von Zellen. Fügt man Vitamin C hinzu, dann steigt die Kollagenproduktion der Zellen noch weiter. In der Schale aus dem Kühlschrank hat sich ein hautartiges Gewebe gebildet. Ein Gewebe aufgebaut aus Kollagen. Diese Substanz ist für die Entstehung aller höheren Organismen verantwortlich. Nur durch sie können Organismen einen Körper formen, können Milliarden von Zellen zusammengehalten werden. Kollagen kann aber noch mehr. Es erlaubt den Zellen, unterschiedliche Strukturen anzunehmen. Dr. Kenneth Toe vom Smithsonian Institute ist der Meinung, dass die Erfindung des Kollagens nach dem zweiten Schneeballereignis für die Entwicklung des höheren Lebens in seiner unglaublichen Artenfülle ausschlaggebend war. Und es konnte in keiner anderen Atmosphäre entstehen, da es zum Aufbau Sauerstoff benötigt.
Bereits nach der ersten Vergletscherung wäre die Bildung von Kollagen möglich gewesen. Doch damals wurde der wenige vorhandene Sauerstoff von den Organismen zur Atmung verbraucht. Erst als nach der zweiten Vergletscherung die Sauerstoffproduktion weiter drastisch anstieg, konnte auch Kollagen gebildet werden. Weil Kollagen zwei Aminosäuren enthält, die nicht im genetischen Code auftauchen, ist es wahrscheinlich, dass Kollagen eine einmalige Erfindung der Evolution ist. Eine vergleichbare Substanz zweimal zu erfinden, ist nahezu unmöglich. Das ist das eine. Zum anderen benötigt ein Organismus zur Bildung der für die Kollagenherstellung nötigen Aminosäure molekularen Sauerstoff. Auch dieser war nach der ersten Vergletscherung nicht in ausreichender Konzentration vorhanden. Damit war die Bildung von Kollagen ein essentielles Ereignis für die Fortentwicklung des Lebens. Es gibt keinen Organismus, der die Substanz nicht zum Überleben benötigt. Jede Haut, jeder Muskel kann nur durch Kollagen voll funktionsfähig sein. Ohne Kollagen und Sauerstoff gäbe es keinen höheren Organismus. Nach dem ersten Schneeballereignis machte die Natur nur einen kleinen Schritt nach vorne. Sie erfand Geißeltierchen, Organismen mit arbeitsteiligen Zellen, die aber nicht von einer Hülle umschlossen waren. Erst nach der zweiten Vergletscherung begann mit der steigenden Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre das Leben zu explodieren. Die Organismen, die die erste Vergletscherung der Erde überlebt hatten, verschwanden in den folgenden Millionen Jahren und wurden durch höhere Organismen ersetzt. Im flachen Meerwasser wurde der nächste wichtige Schritt der Evolution begangen. Fossilien aus dieser Zeit geben einen Einblick in die reiche Meeresfauna mit Korallen, Fischen und anderen Lebewesen. Korallen brauchen Wärme und Sonnenlicht. Beides gab es im Überfluss. Doch eines Tages machte ein fischähnliches Wesen den ersten Schritt zur nächsten wichtigen Entwicklungsstufe. Es war Arandaspis, der sich panzerte und so etwas wie einen Kiefer hatte. Er besaß ein Rückgrat, hatte aber keine Flossen. Arandaspis ernährte sich von Kleinstlebewesen, die er vom Meeresgrund aufsaugte. Tierform entwickelte in dieser Zeit eine ungeheure Artenfülle. Die Trilobiten. Kleine, segmentierte, hartschalige Kreaturen. Einige lebten im Freiwasser, andere am Meeresboden.
Dieser Steinbruch in Shropshire im Westen Englands war einst nahe am Äquator und Teil des Urmeeres, das vor 400 Millionen Jahren verschwand. Marine Fossilien, insbesondere Trilobiten, findet man hier in großer Zahl. Sie sind das Forschungsobjekt von Dr. Richard Forties. Oh, lovely. Look at this one. It's a chain coral. In diesem Steinbruch findet man Schichten voller fossiler Korallen und anderer Lebewesen. Doch dann gibt es wieder Schichten, in denen Lebewesen nahezu fehlen. Sehr plötzlich müssen viele Arten verschwunden sein. Die Trilobiten, die man immer noch findet, sehen plötzlich ganz anders aus. Sie begannen sich mit Panzern und Stacheln zu schützen. Damit reagierten sie auf etwas ganz Neues. Sie mussten sich plötzlich verteidigen. Nicht, weil sich die Umweltbedingungen verändert hatten, sondern weil sich manche ihrer Artgenossen zu Räubern entwickelt hatten. It's almost certain that they were a response. Der Panzer ist eine Reaktion auf einen Druck von außen, auf Feinddruck. Das Leben wurde nun ein bisschen härter für die Trilobiten und zwang sie, sich zu schützen. Allgemein musste sich das Leben neuen Gegebenheiten anpassen. Und das geschah relativ schnell. Innerhalb kurzer Zeit entstanden neue Körper. Fische bekamen Torpedoformen und ihre Körperoberfläche wurde glatt. Die Welt begann, sich in Räuber und Beute aufzuteilen. Das war der Anfang eines gigantischen Wettrüstens in der Natur unseres Planeten.